Nun komme ich wieder hier hoch. Boah. Das passiert halt irgendwie in jedem Teil, ne? Ich glaube, oder? AC3 passiert das, glaube ich, nicht. Okay, da gibt es auch nicht diese Coin. Gibt es auch nicht diese Gräber hier. Ich will noch den Schatz. So viel Zeit muss sein. Oh Gott, jetzt muss ich nur noch schnell den Anfang finden. Der Anfang ist, oh Gott, ich bin so dumm. Ich spiele ja schon ein paar Mal und ich finde nie. Ich finde oft nicht den Anfang. Aber noch sind keine 8 Minuten vorüber. Das ist natürlich Premium. Aber ich weiß nicht, ob das so klappt. Natürlich tierisch beeilen. Boah, Gott sei Dank. Könnte helfen, wenn ich stürze. Könnte, ja, richtig, könnte. Mein feiner Herr. Oh, und ich schaff's, glaube ich, nicht. Okay, ich hab's nicht geschafft. Schade. Hätte klappen können. Shit. Junge. Etsy denkt sich auch. Chill. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Ja, fallen werden wir aber jetzt erstmal, denke ich nicht. Bestimmt fallen wir jetzt. Schön, drücke ich jetzt auch noch B, wenn wir uns fallen lassen. Ja. Zur perfekten Zeit. So bin ich halt. So, und jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft. Oder? Wenn wir sowieso jetzt noch Zeit haben. Oh, Scheiße, ey. Dann mache ich hier. Sowieso Zeit, da sammle ich jetzt auch das Borgia-Bahn an, weißt du? Dann kommt, das macht das, das treibt jetzt, das macht jetzt auch keinen mehr traurig, oder? Von euch. Ich habe gerade überlegt, machst du jetzt geiles Sprichwort, ja oder nein? Und dann habe ich es verkackt, weil mir das Sprichwort nicht eingefallen ist, was ich eigentlich sagen wollte. Aber naja, es interessiert ja sowieso keinen. Oder? Seid ihr Zuschauer da draußen interessiert an solchen Sachen? Also jetzt nicht daran, an Sprichwörtern. Nicht, dass ihr jetzt den ganzen Tag Sprichwörter lest, googelt und so. Nein, das meine ich nicht. Ein Schatz. Ja, schon 5000. Yes! 5000 Marke geknackt, Alter. Krass, oder? Krass. So, machen wir mal die Truhe auf hier. Wow, was finden wir? Wow, ein Romulus-Schlüssel. Ich lasse die Rüstung meiner Familie hier. Sicher einer der besten, die je angefertigt wurde. Möge sie dich, der du sie findest, im Kampf stärken. Andere Handschrift. Wir haben sie genommen und wieder hinter die eisernen Türen gebracht. Die 6 Schlüssel, die sie öffnen, wurden unter unseren Brüdern verteilt. Wir werden sagen, sie kommen von Romulus und sie werden sie anbeten. Zoom- und Bilddatei zu sehen. Ja, das ist die Brutus-Rüstung, wie auch darunter steht. Die sieht ganz fett aus eigentlich. Und die ist auch cool. Und ja, ich weiß. Irgendwie tritt immer ein Aufweg.
Und ja, dafür müssen wir 1 von 6 Schriftrollen von Romulus beschaffen. Dadurch kriegen wir dann den Schlüssel und können dann in diesen Kerker, in Anführungszeichen, wo dann alle Romulus, wo dann die Romulus-Rüstung versteckt ist, rein. Was ganz cool ist eigentlich, denke ich. Denke ich, interessiert euch eigentlich auch. Gucken wir mal, ob wir es schaffen. 250 Florin, 50% Synchronisation. Wie gesagt, ich habe es nicht in 8 Minuten geschafft. Scheiße, egal, kann man nicht ändern. Freut euch drauf. So, ich müsste dann auch gleich Schluss machen. Ich denke, dann macht er diese Endsequenz quasi nur noch. Also quasi jetzt noch die Mission zu Ende. Und dann, denke ich, höre ich auch auf für diesen Part. Ich wollte wieder was aufnehmen, hatte auch noch ein bisschen Zeit und deswegen... Die Anhänger von Romulus. Diese Bande falscher Heiden terrorisiert die Stadt schon seit Monaten und treibt die Menschen in die Arme der Kirche. Wie praktisch. Genau. Ich vermute, die Borgia unterstützen sie. Doch Beweise dafür sind rar. Deshalb ist dieser Brief auch so wichtig. Hier ist er. Ich hoffe, ihr könnt ihn entziffern. Gatzo! Schon wieder verschlüsselt. Dieser sollte doch eigentlich lesbar sein. Sie übermitteln sie mit einem Chiffrierblatt. Ohne das haben wir nichts. Manchmal ist Logik nicht der einzige Weg, eine Schlacht zu gewinnen. Andiamo, ihr sagtet, wir hätten Verbündete. Bringt mich zu ihnen. Folgt mir. Machiavelli, chill doch mal, Alter. Boah, 64. Florin, Alter. Jungs, übertreibt. Na, hier ist auch eine Glyphe. Ein Cluster. Allerdings können wir das jetzt schlecht machen. Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen. Aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. Wir betreten auch mal die Tunnel. Wir gehen zur versteckten Tiberinsel. Wir reisen sozusagen, das ist so eine Schnellreise sozusagen in ganz Rom. Rom ist ja ziemlich groß eigentlich schon. Kann man das so sagen, ja. Nicht so groß wie AC4 zum Beispiel oder AC3 oder etc. Aber schon wirklich groß, wirklich groß. Und das sollte auch, das ist auch gut so, finde ich. Ja, wieder kleine Ladebildschirm. Großmahlzeit. Ben trovato, Niccolo. Ah, Ser Ezio, welch Ehre. Fabio Orsini zu euren Diensten. Ich habe viel von euch gehört, von meinem Cousin, Bartolomeo Dalviano. Ein feiner Krieger. Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene. Dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Romagna. Noch kommandiert Cesare, meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Oh, glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Katharina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie. Aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht warum. Was habt ihr jetzt vor?
neue Freunde finden. Damit hätten wir Sequenz 2, denke ich mal, beendet. Römischer Untergrund 100% war ja nicht schwierig. Ich denke, das hättet ihr auch geschafft, oder? Oder wird ja auch noch desynchronisiert? Nein, wir haben Sequenz 2 beendet. Mother. Ja, okay, das sage ich jetzt immer nicht. Aber Sequenz 2 beendet. Freut euch drauf. Ich denke, ich verabschiede mich gleich mal. Wie ich schon angekündigt hatte. Noch ein bisschen spät. Und ich bin wasserbedürftig. Bestimmt muss ich ja gleich ein bisschen pissen. Das freut mich, ne? Ja. So. Sequenz 3. Der Krieger, der Liebhaber und der Dieb. Das sind drei, das ist so heißt die dritte Sequenz von Assassin's Creed Brotherhood. Und hiermit tue ich mich... Entschuldige, wieso soll ich... Was? Alter, wir haben jetzt dieses Gebiet freigeschaltet hier. Können jetzt ein bisschen mehr machen. Ich denke, wir werden erstmal den Aussichtspunkt hier uns zu Gemüte führen. So, erstmal einen Aussichtspunkt machen. Oh, und eine Truhe ist hier natürlich auch noch. Wolle. Und 408 Florin. So. Wie gesagt, hier ist dieses Assassinen-Hauptquartier, Headquarter, whatever. Der Assassin. Wie bereits erwähnt. Wir haben keinen Schmied. Okay. Also, ich denke, eine Bank ist wichtig hier. Sollte man mal hier hinbauen. Rums Einkommen auf 364 Florin gestiegen. Ja, 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 okay. Da haben wir schon was bankmäßig auf dem Konto. Auf jeden Fall hatte ich was. Wie viel auch immer, aber ich hatte was. Nein, ich wollte den Schmied kaufen. 800 Florin. Was ja schon eine Menge ist. Ja, da kommt mein Pferd jetzt angeritten. Geschäftsaufträge, genau. Man kann Geschäftsaufträge, Treue. Da fehlen mir noch Terrakotta, Gefäße, Totems und buddhistische Gebetsperlen. Verkaufen, Gegenstände verkaufen werde ich nichts. Armbrust gibt es hier für 2800. Das ist leider ein bisschen mehr Geld, als ich habe. Hätte mir das kleine Messer. Das werde ich aber im Moment nicht kaufen. Das römische Langschwert hätten wir. Wir hätten natürlich noch eine zweihändige Axt und ein Offizier, fucking Offizierschwert, aber dazu müssen wir den Geschäftsauftrag machen. Und deswegen kaufe ich mir erst ein neues Schwert, wenn ich den Offiziersauftrag machen werde. Römische Stiefel, denke ich, ist aber eine gute Investition. Denn Rüstung kann man sich immer kaufen. Und reparieren mache ich jetzt einfach mal nicht, oder? Komm, reparieren was. Da haben wir 3020 noch. Waffen werde ich, wie gesagt, den Geschäftsauftrag machen. Ich weiß nicht, ob ich den Offscreen machen werde oder nicht Offscreen. Doch, ich denke, ich werde den Offscreen machen. Da werde ich mir, weiß nicht, at the moment nicht. Armbrust, ich bin für 12.800. Das ist auch so geil. 12.800, Alter. 12.800. Junge. Werde ich mir gönnen, sobald ich das Geld dazu habe. Und ja. Empfehlt mich euren Freunden. Ich wollte eigentlich noch kurz nach Munition gucken. Alles voll. Ja. Ich meine, Munition ist auch eigentlich total unnötig zu kaufen. Also nicht da, oder? Denke ich. Gut. Dann adieu. Adieu, adieu. Ja, hab ich. Und Arzt sollten vielleicht auch kaufen. Wie gesagt, bei den Geschäften, die man als erstes kauft, kann man, wie gesagt, jeweils Geschäftsaufträge machen. Zum Beispiel auch beim Arzt gibt es dann spezielle Geschäftsaufträge. Und jeweils beim Schmied auch und so weiter und so fort. Außer bei der Bank natürlich, da gibt es natürlich keinen Geschäftsauftrag.
Ich mag zerstreut sein, aber am Amboss kenne ich mich aus. Habt ein wenig Geduld, Amici. Und ja, bitte, benehmt euch. Und dann werden wir mal reingehen hier. Und dann werde ich speichern mit euch natürlich, wie immer, in jedem Spiel werde ich mit euch speichern, exklusiv mit euch. Und ich denke, ich werde hier speichern, genau vor diesem Assassin's Creed-Symbol. So. Das ist so gepackt, perfekt einplanen. Perfekt. Genauso werde ich kurz mit euch speichern. Die Animus verlassen können wir theoretisch auch mal machen. Gehen wir auf Speichergerät und auf Festplatte und auf bestehende Speicherdaten überschreiben. Dann klicken wir auf Fortsetzen. Und ich lege den Controller kurz mal zur Seite. Das dauert einen Moment, weil hier mein ganzer Schreibtisch voll bepackt ist. Und ich trinke erstmal einen Schluck natürlich. Like a Sir. Das hört man jetzt wahrscheinlich in der Aufnahme, aber das ist mir völlig egal. Ich bin völlig unschuldig. Und somit kann ich nur noch sagen, wir haben mich 1 Stunde 8 aufgenommen. Ich freue mich immer wieder, das aufzunehmen. Und es hat ja in letzter Zeit, klappt es hier echt gut an bei den Klicks. Also, beziehungsweise für meine Verhältnisse echt gut. Also da ist ja nichts dagegen zu anderen Let's Playern, anderen YouTubern. Aber ich finde so, es läuft so ganz gut, es bekommen mehr Klicks, sag mal 6 bis 10 ist so jetzt so ungefähr so das, was ich in letzter Zeit kriege, mehr als vorher, ja. Und es freut mich auf jeden Fall. Also, kann ich schlussendlich nur sagen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt ein Like oder je nachdem, wenn es nicht gut gefallen hat, dann gebt einen Daumen runter, schreibt einen Kommentar, wenn ihr Lust habt. Außerdem kann man, könnt ihr, wenn es euch gefallen hat, dann natürlich ein Abo da lassen, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Natürlich dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, immer seht ihr dann das, wenn ich was Neues rausbringe, seht ihr das dann auch in der Regel aus, wenn YouTube wieder rumspackt, aber das ist ja völlig egal. Und ja. Falls es euch sehr gefallen hat und ihr daran interessiert seid, dass ich größer werde, mit meinem Kanal größer werde, wachsende Abonnentenzahlen habe, was ja vielleicht passieren kann. Und dann könnt ihr es sogar auf sozialen Netzwerken teilen, das Video hier. Es geht ganz einfach sogar über YouTube und ich denke, das wäre auch wäre sehr schön, wenn ihr es machen würdet, aber wie gesagt, das ist kein Muss und wie gesagt, das ist alles kein Muss, was ich gerade aufzähle, es wäre einfach nur nett, ja. Und ich verdiene hier dabei auch nichts. Ja, ich mache das halt einfach nur zum Spaß. Ansonsten kann man nur sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Part von Assassin's Creed Brotherhood oder einem anderen Let's Play. Wir sehen uns. Haltet die Ohren steif. Ja, Kompanie aus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.